Rose Bamberg against Retabet Bilbao Basket 1975. Welcome to the official press conference. We start, as always, with the guests. Guys, your statement to the game, please. Very tough game for us. We fought hard. We're a little banged up right now, but continue to fight every game. Get better and better in practice and compete. We played a really good team tonight, so hats off to them. But for us, we just want to keep getting better and hopefully pull out some wins later. Jalen, thank you. Questions? No? Then thank you. If you want to go, you can go to the shower. Alex, your statement to the game, please. Okay, it's a tight game for us. We come with a lot of injuries, okay? But I think we compete well 25 minutes. They lost the game in 4 minutes that they have, but we are in bad moment. I want to say, I don't want to talk about the referees, but I never believe that they call it 7 fouls in 35 minutes to play basketball. Never I see. They call 3 fouls in the last 2 minutes for a right to 10. But I see they are never going bonus, and we can play aggressive, and we can't because we are in bonus all the time. And I never see this kind of difference, 21-10. There really is 21-7, because they call it in the last 2 moments to put it something more, and don't see this one. And like this, it's difficult to compete it. I think my guys try to compete in all the time, but it's difficult when one team can be aggressive and you can do, and we try, and they never give up the option to play hard. Thanks, Alex. Safe trip back. Okay. Second part with the Brose guys in a few minutes. Thanks. Welcome back now with the guys from Brose Bamberg. To my very left, Bennett Hund, and then the head coach, Jan Rojakas. The first statement, Bennett, please. I think it was a really important win for us, especially after the last game. We came from a really bad loss. So we tried to come out with a lot of energy, with a lot of intensity. And I think we did that, especially in the third quarter. You know, we got a lot of stops in a row, and that helped us win at the end. Thanks, Bennett. Fragen an Bennett? In English now, or no, German. Jetzt auf Deutsch. Ja. Ich glaube, wir haben in der Defense ein paar Kommunikationsschwierigkeiten in der ersten Halbzeit gehabt. Die haben sehr, sehr physisch gespielt. Wo wir dann in der zweiten Halbzeit erst adjusten konnten. Ich glaube, wir haben das in der Halbzeit dann auch angesprochen, dass die physische Präsenz von denen war am Anfang schon da, bei uns noch nicht so richtig. Und das konnten wir dann in der zweiten Halbzeit besser umsetzen.
Ja, ich glaube, wenn man hinten Stops bekommt und Rebounds holt und dann ein, zwei schnelle Angriffe nach vorne macht und merkt, okay, der Gegner, der hat da ein bisschen Schwierigkeiten bei der Transition Offense, dann merkt man das im Team und ich glaube, das haben wir relativ schnell im dritten Viertel gemerkt und sind dann auch gut ins Laufen gekommen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein Prozess, schon die ganze Saison. Wir haben jetzt immer wieder Schwierigkeiten gehabt, nach vollen Wochen, nach wenig Trainingseinheiten. Aber ich glaube, wenn wir mental da sind, was wir zum Beispiel gegen Fechter nicht waren, dann können wir diesen Rückenwind, den wir jetzt aus dem Spiel gewonnen haben, mitnehmen und auch gegen Ludwigsburg ein gutes Spiel machen. Dann danke, Bennett. Ab in die Kabine mit dir. Dankeschön. And I think I have to apologize because I crushed the protocol, because after the first statement of the player, I think there has to be the statement of the coach. So sorry for that. And now, Johan, your statement, please. Of course, big congrats to Bamberg fans, organization, and my players for clinching first place in this tough group. I think we were an Außenseiter, but we really did a great job so far of really, you know, playing with a lot of intensity, definitely on the defensive end. We were looking for it a little bit, the way we've been playing on the defensive end in the first half. I think Bennett said it right, you know, we just had to find that little edge of playing a little bit harder, a little bit more physical, and that's what we did in the third quarter, and then we were able to play faster. We got some transition buckets definitely with Ken, who did a really good job. And then I think in the fourth quarter we did a good job of controlling the game. Thanks, coach. Fragen? Ja. Ja, ich glaube, dass wir einfach Training brauchen. Wir brauchen Training und wir, man sieht, dass wir einige Sachen noch müssen abstimmen. Aber wir haben keine Zeit. Ich denke, es ist schon 2,5 Wochen vorher, dass wir 2 Tage vor dem Spiel schon konnten trainieren. Wir haben die letzten 2 Wochen nicht 2-mal hintereinander trainiert, Team Practice. Und man sieht das, you know, dass da Abstimmungsprobleme sein, dass wir müssen einige Sachen, wie sagt man, Focus Points, wir haben da keine Zeit für. Und das sieht man, das kostet uns Punkte. Andere Mannschaften haben viel Trainingszeit. Und ja, leider haben wir das nicht und da müssen wir versuchen, mit umzugehen, aber es ist schwer. Ja, es ist schwer, um Spieler einzupassen, die ganz neu sind, die noch niemals für mich gespielt haben. Das Gute ist, dass wir nächste Woche eine ganze Woche Training haben. Das ist, denke ich, noch die einzigste Mal in dieser Saison. Für uns auch ein großes Problem ist die Nationalmannschaft Break. Andere Mannschaften können 2 Wochen trainieren, können neue Sachen reinbringen, können Sachen auch fokussen. Und ich habe die halbe Mannschaft nicht. So, es wird schwierig, aber ich denke, dass er ein gutes Person ist, ein intelligentes Person. Und nächste Woche ist für uns ein Big Week. Das ist die einzige Woche für die Rest der Saison wahrscheinlich, dass wir 4-mal hintereinander können trainieren. Ja, da gibt es was schnell Neues, ja. Ja. Willst du noch arbeiten die Woche? Ja. Naja, dann darfst du noch arbeiten die Woche. Aber heute schon zu spät. Dankeschön. Vielen Dank. Das war sie, die heutige Pressekonferenz. Weiter geht's für Brose Bamberg am kommenden Samstag. Dann sind die Bamberger zu Gast bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Bis dahin, gute Zeit. Ciao, servus.